Ja, danach fängt die eigentliche Arbeit erstmal an. Jetzt werden die einzelnen Situationen und das, was beim Kochen passiert ist, eben nochmal in kleine Portionen geteilt und dann arbeiten wir das nach und nach auf. Wer hat welche Situation wie wahrgenommen? Was waren für kleine Konflikte? Welche Konflikte sind aufgetreten? Beispiel von vorhin, brauchen wir die Zwiebel überhaupt? Und dann kommen eben die Sichtweisen von allen mit rein. Und dann arbeiten wir praktisch an dem gemeinsamen Teamrezept. Ja, was schmeckt uns im Team gut? Wie funktioniert unser Team gut? Wer bringt was mit ein? Welche Arbeitsweisen passen nicht gut zusammen? Und dann gibt es so eine kleine Rezeptliste sozusagen für das Team damit.